Preis und technische Daten des schönen und günstigen HTC Desire 628. HTC kündigte im Mai 2015 sein HTC Desire 628 an. Im Juni 2016 wurde das Telefon auf den Markt gebracht, das ein schönes und unverwechselbares zweifarbiges Design kombiniert, das das Telefon attraktiv macht. Um mit mobilen Marken wie dem Telefon zu konkurrieren, es verfügt über einen 5,0 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von 720x1280 Pixel und eine 13 Megapixel Frontkamera sowie eine 5 Megapixel Rückkamera. Wir werden auf der Mobizel-Website über dieses Telefon sprechen und seine wichtigsten Vor- und Nachteile erläutern. Sie wissen also alles über das Telefon. HTC Desire 628 Telefonspezifikation. Der Touchscreen des Telefons ist ein Composite-Aufsicht-LCD, unterstützt Multitouch und hat eine Größe von 5,0 Zoll mit einer Auflösung von 720x1280 Pixel. Er nimmt 66,2% der Schnittstellenfläche des Telefons ein, was für einige andere so etwas wie ein Platz ist. Telefone in der gleichen Preiskategorie. Das Telefon ist ein Dual-SIM-Nano-SIM-Dual-SIM-Telefon, das gleichzeitig funktioniert und 4G unterstützt. Das Telefon wiegt 142 Gramm und misst 146,9 × 70,9 einer Dicke von 8,1 mm. Das Telefon wird von einem Octa-Core-Prozessor mit 1,3 GHz Cortex A53 betrieben. Der interne Speicherplatz des Telefons beträgt 32 GB und unterstützt MicroSD-Karten mit einem separaten Anschluss von bis zu 256 GB. Das Telefon wird mit 3 GB RAM betrieben. Die Rückfahrkamera des Telefons hat 13 Megapixel und einen 1:2,0 Objektivschlitz. Es verfügt über Autofokus, Touch Fox, LED Blitz, HDR-Anzeige, Panorama und 1080p-Kamera für 30 FPS Videoaufnahme. Die Frontkamera des Telefons hat 5 Megapixel und einen Objektivschlitz von 1:2,4. Der 2200 mAh Lithium-Ionen-Telefonakku befindet sich auf der Rückseite, ist nicht entfernbar und unterstützt kein schnelles Aufladen. Auf dem Telefon wird Android Lollipop 5.1 ausgeführt. Das Gerät ist bei Anrufen geräuschisoliert. HTC Desire 628 Funktionen. Das Design des Geräts ist gut und die Materialien sind von hoher Qualität. Die 13 Megapixel Rückfahrkamera des Telefons mit 1:2,0 Objektivschlitz bietet im Vergleich zu anderen Telefonen gute Bilder. Die Bildschirmgröße beträgt 5,0 Zoll, was für viele Benutzer eine gute Größe ist. Das Gewicht des Telefons beträgt leichte 142 Gramm. Die Frontkamera des Telefons ist eine 5-Megapixel-Kamera mit einem Objektivschlitz von 1:2,4, die 1080p-Videos aufzeichnet und ein klares Bild sowie eine gute Leistung bei Videoanrufen bietet. Der interne Speicherplatz des Telefons beträgt 32 GB, von denen 23 GB für den Benutzer verfügbar sind. Ein separater Speicherkartenanschluss unterstützt Speicherkarten mit bis zu 256 GB und SIM-1, SIM-2 und die Speicherkarte können gleichzeitig abgespielt werden. Nachteile des HTC Desire 628 Mobile. Das Design des Telefons ist gut, aber es ist traditionell und nichts Neues, da es sich eher um ein Consumer-Design handelt. Der Akku des Telefons ist sehr schwach, 2200 mAh im Vergleich zum Preis des Telefons. Möglicherweise müssen Sie ihn bei kontinuierlichem Gebrauch etwa dreimal täglich aufladen. Der Telefonbildschirm ist nicht vor Splittern und Kratzern geschützt. HD-Telefonbildschirm und wenn wir das Telefon mit einigen anderen Telefonen in derselben Preiskategorie vergleichen, stellen wir fest, dass viele Telefone einen Full-HD-Bildschirm bieten, aber insgesamt ist die Bildschirmleistung gut. Telefondesign. HTC Desire 628. Das Gewicht des Telefons beträgt 142 Gramm und seine Abmessungen betragen 146,9 × 70,9 × 8,1 mm. Die Bildschirmgröße des Telefons beträgt 5,0 Zoll bei einer Auflösung von 720x1280 Pixel und belegt die 66,2% der Geräteschnittstellenfläche. Von oben finden wir die 5 Megapixel Frontkamera mit 1:2,4 Objektivschlitz. Und wir finden die LED-Benachrichtigung. Und Kopfhörer. Von unten finden wir den Lautsprecher und ein Mikrofon, die gleiche Form wie die obere Ohrhörer haben, um die Schönheit des Designs zu bewahren. HTC Desire 628 und Micro-USB-Anschluss.
Von oben finden wir den 3,5 mm Kopfhörereingang. Distella Parti Inferior, Encontramos la Entrada Micro USB für Conecta el Cable del Cargador, el Cable del Ordenador y todos los accesorios que funcionan en el dispositivo Distella Entrada Micro USB. Botón de Encendido y Apagado del HTC de 0628. En el lado derecho del teléfono encontramos el botón de subir y bajar el volumen y debajo de emit acut el encontramos el botón de encendido. Ranura für Data SIM 1, SIM 2 und Micro SD für HTC de 0628. En el lado izquierdo del teléfono encontramos el puerto de entrada SIM 1 y SIM 2 y la tarjeta Micro SD. Camera HTC de 0628. En la parte posterior, encontramos la camera de 13 megapixel SD teléfono con ranura para lente f2.0, y de bio el flashlight. Y encontramos un micrófono beseitigte zusätzliche Paralleloide Dur und Las Lamadas. La última actualización del precio del móvil fue el 27 April 2017. La pantalla del teléfono. Pantalla HTC de 0628. La pantalla táctil del teléfono tiene un tamaño capacitivo LCD de 5.0 pulgadas con una resolución de 720 x 1280 píxeles, 294 píxeles por pulgada, lo cual es malo para la categoría de precio del teléfono, ocupa el 66.2 del teléfono YS un poco de espacio en comparación con algunos otros teléfonos en la misma categoría de precio, es compatible con el tacto la interfaz de usuario de HTC Sense 7 y función Y no contiene una capa de protección contra roturas Y relevantes. Rendimiento del teléfono. El teléfono ejecuta Android Lollipop 5.1 mit einem Prozessor Octa-Core mit einer Frequenz von 1,3 GHz Cortex A53 und einem Prozessor von Graphicus Mali T720MP3. El teléfono funciona con una memoria interna de 32 GB y una tarjeta de memoria adicional de hasta 256 GB con un puerto separado y 3 GB de RAM. Al realizar la prueba de antutu en el teléfono, obtuvo 36.748 puntos, que es un resultado débil, pero adecuado para la categoría de precio del teléfono. Camara. Die Kamera trasera der Telefone ist die 13 Megapixel con una ranura para lente f2.0 con enfoque automático y contina un flashlight taktil, Identifikation Gesichtsbehandlung, Visualisation HDR, Panorama und Captura de Video 1080p Kamera für 30 FPS. La Kamera frontal ist una Kamera de 5 Megapixel con ranura para lente f2.4 graba videos de 1080p y excelente para hacer video llamadas. Im Allgemeinen ist die Rendimiento de la Kamera frontal y trasera ist de bil para la categoría de precio de teléfono. La batería. La batería del teléfono es de 2200 mAh. Que es una batería muy débil para el precio del teléfono y no admite carga rápida y mientras navega por internet o USA el teléfono de forma continua, se espera que la batería se for 3 horas o 3 horas y media como máximo, y es möglich que deba cargarla unas 3 veces al día. Contenido del paquete. Contenido de la caja del HTC Wunsch 628. Telefono, cargador, auriculares, Cable de Carga, Handbuch für Instrucciones und Instrucciones, Certificado de Garantie. Precio HTC de 0628. 239 €.